Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn es Nacht wird vor der Küste Libanons, dann sehen die Soldaten auf den UNIFIL-Schiffen mit ihren bloßen Augen das Flackern der Bomben über Syrien. Und tagsüber können sie auf ihren Monitoren genau verfolgen, welche Flugzeuge sich über Syrien wie bewegen. Und meine Damen und Herren, von der Küste des Libanon bis nach Damaskus sind es 80 Kilometer. Von der Küste des Libanons bis zur EU-Grenze, bis zur Küste Zyperns sind es 180 Kilometer. Und UNIFIL steht im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen. Und das alleine zeigt schon die strategische Bedeutung des Mandats. 7 Schiffe sind dort im Moment unterwegs im Auftrag der UN. Eines davon kommt aus Deutschland, die Korvette Braunschweig. Und diese 7 Schiffe überwachen den Seeraum, überwachen den Luftraum. Sie kontrollieren andere Schiffe und helfen dem Libanon, die Seegrenze zu sichern und den Waffenschmuggel so weit wie möglich zu unterbinden. Und ohne diese internationale Unterstützung wäre der Libanon nie in der Lage, in diesem vielbefahrenen Seegebiet, mitten in einer der schwierigsten Konfliktregionen der Welt, diese Aufgabe nur annähernd wahrzunehmen. Damit er aber in die Lage versetzt wird, langfristig auch selbst für die Sicherheit seiner Grenzen zu sorgen, ist die zweite Komponente des Einsatzes die Ausbildung der libanesischen Marine. Und wir leisten das im Rahmen von UNIFIL und wir leisten es auch bilateral. Deutschland hat Küstenradarstationen aufgebaut und mein Kollege Ingo Gellexens, der vorher an so einer Station gearbeitet hat, schwärmt immer wieder von der Qualität dieser Stationen. Die haben wir in Deutschland in der Qualität nicht. Wir bilden aber auch die Soldaten aus, damit sie mit dieser Technik umgehen können. Es sind immer drei Soldaten, deutsche Soldaten an der Marineschule in Beirut zur Ausbildung der libanesischen Marine. Und dass das wirkt, zeigt sich zum einen daran, dass in der Zwischenzeit die Libanesen selbst in der Lage sind, immer mehr in die Lage kommen, ihre eigenen Soldaten mit auszubilden. Deutschland folgt jetzt dem Prinzip Train the Trainer. Und meine Damen und Herren, man erkennt es auch daran, dass der Libanon in der Lage sein wird, spätestens 2018 mit einem eigenen Boot am UNIFIL-Flottenverband mit teilzunehmen. Aber die strategische Bedeutung dieses Mandats zeigt sich nicht nur an seiner maritimen Komponente. Der Libanon steht auch. Oder einen Augenblick bitte, Herr Kollege Brandl. Es sind noch genau 2 Minuten 16. Ich bitte einfach um Ihre Aufmerksamkeit. UNIFIL steht auch genau zwischen dem Israel und dem Libanon. Und meine Damen und Herren, auch da kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn beide Länder reden nicht miteinander. Und wenn sie miteinander kommunizieren, dann kommunizieren sie nur über die VN. Das heißt, jedes Mal, wenn 2 Vertreter der Länder an einem Tisch sitzen, muss ein Vertreter der VN mit daneben sitzen. Und wenn auf diesem Tisch ein Glas Wasser steht, dann muss sichergestellt sein, dass dieses Wasser weder aus dem Libanon kommt noch aus Israel kommt, weil keiner das Wasser des anderen trinken würde. Und mit diesem Beispiel will ich mal illustrieren, wie angespannt die Situation tatsächlich dort noch ist und wie wichtig es ist, dass die VN dort eine Vermittlerposition einnimmt. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Parteien im Moment ein Interesse daran hat, die Situation weiter zu eskalieren und es wieder zu einem neuen Krieg kommen zu lassen. Aber, meine Damen und Herren, die Situation ist angespannt. Und der Kollege Johann Wadepfuhl hat es ja gerade vorher angesprochen, die Frage mit diesen Beobachtungstürmen, sind sie jetzt der Hisbollah zuzurechnen oder nicht? Israel hat sich vergangene Woche darüber bei der VN beschwert. Und diejenigen, die sofort dazu Stellung nehmen konnten, weil sie vor Ort sind und als neutraler Partner vor Ort auch akzeptiert werden von beiden Seiten, war UNIFIL, die sofort auch dazu dahingefahren sind und sich die Situation auch noch mal betrachtet haben. UNIFIL wird in einem Ernstfall, wenn ein Krieg gewollt ist, natürlich auch keinen Krieg verhindern. Aber was UNIFIL leisten kann, ist, dass es nicht zu einem ungewollten Konflikt kommt, dass eine Eskalation aufgrund von Missverständnissen oder falscher oder fehlender Kommunikation mit ausgelöst wird. Meine Damen und Herren, UNIFIL wird auch in diesem Haus oft als Stabilitätsanker im Libanon bezeichnet. Das ist sicher richtig. Aber im Moment habe ich eher den Eindruck, dass es mehr Feuerlöscher
statt Stabilitätsanker ist. Und in einer hochbrennbaren Situation sollte man eines nicht tun, nämlich den Feuerlöscher entfernen. Und deshalb bitte ich Sie um Verlängerung zu dem Mandat und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brandl. Ich schließe